Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Du bist der Micha, das stimmt. Und ich sitze hier bei einem Preview. Bei einem Preview, ja. Hatte ich schon mal, glaube ich, aber ich weiß mir nicht ganz sicher. Es ist Frühling, eine gefährliche Jahreszeit, der Salat schießt, die Bäume schlagen aus und unsere Prototypen sprießen auch nur so. Also um es auf den Punkt zu bringen, der Marco hat gedacht, er geht mal wieder durch die Entwicklung, also er ist hier runter in den Keller und hat geguckt, was die Jungs so treiben, ja. Und hat er gedacht, Alter, ich muss mal das wieder zeigen. Das ist auch nur ein Ausschnitt, es gibt noch viel mehr, das müsst ihr euch unbedingt bei den Ankündigungen anschauen. Ihr könnt auch in die einzelnen Themen bei Bluebricks, ne, Bluebricks Special Themen oder Bluebricks Pro Themen reingehen und dann ganz nach unten scrollen. Ich weiß, das ist momentan ein bisschen mühsam mit diesen, alle 24 muss man neu laden, das wird sich aber bald ändern. Und ganz unten findet ihr auch die Ankündigungen. So, aber jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier stehen haben. Es geht los mit Eisenbahn. Ihr seht es ja, nee, Autos. Bist du lustig heute? Ja, ich habe einen Clown gefrühstückt, der hat komisch geschmeckt. Ich bin froh, dass du überhaupt gefrühstückt hast. Fangen wir mal mit so was Kleinem an, das ist so ein kleines Modbricks-Set. Erinnert mich an unseren American Van. Es ist ja auch einer, ist halt kleines, das ist, kleines Format. In Six Wide, ist klein, cool, süß. Ist eine unserer Highlights, wirklich. Ja, und mit einem sehr attraktiven Preis. Kann man hinten aufmachen. Gucken wir uns noch genauer an, wenn es denn wirklich da ist. Aber goldig, ja. Auf jeden Fall eine Ankündigung wäre. Das ist ein kleines, goldiges Auto. Ja. Warte mal, wir sind mit Maria klein. Dann lass mich doch mal hin. Was ist das hier, Marco? Das ist ein Feuerwehr-Spezialfahrzeug. Die Feuerwehr Entschuldigung. Hat... Ja, der steht eine Weile im Archiv. Aber ist, soweit ich weiß, noch nicht erschienen, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre. Die Feuerwehr hat ja manchmal auch mit umgestürzten Bäumen, teilweise auch ja, halb eingestürzten Häusern zu tun und muss dann auch mal schweres Gerät auffahren. Ein solcher Bagger steht natürlich längst nicht in jeder Feuerwache, aber es gibt sie. Mhm. Und haben wir mal ein Spezialfahrzeug gemacht. Warum nicht? Und wo wir gerade bei den Feuerwehrdingen sind, hier haben wir noch so ein riesen Kran. Also prinzipiell ist das ja eine Drehleiter, also wo man einen Korb irgendwo in eine große Höhe bringen kann. Aber es gibt halt auch in manchen Feuerwachen größere Drehleitern für größere Ansprüche. Also wenn man jetzt beispielsweise auf dem Gelände eines Chemiewerks oder in einer großen Fabrikanlage irgendwo ganz nach oben auf eine große Fabrikhalle drauf muss oder drüber oder so, dann muss man schon mal gewisse Höhen erreichen können. Und der kann viel Höhe erreichen, weil das der ist ja kann hier, jede Menge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich und ich will auch jetzt nicht. Dafür gibt es wahrscheinlich ein Video, dafür wird's wohl was er denn wirklich kann. Genau. Könnt ihr euch auch auf der Produktseite anschauen, die ihr euch sowieso anschauen solltet, falls ihr euch denkt, boah, den muss ich haben, Verfügbarkeitsmail eintragen. Da seht ihr mehrere Bilder und da, glaube ich, seht ihr auch, wie weit das Ding ausgefahren werden kann. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die hier richtig Spaß machen. Also es macht auch Spaß, keine Frage. Aber. Fahrzeuge im Maßstab 1 zu 18. Wenn ich so drüber gucke, würde ich sagen, liegen wir da überall. Ja. So ungefähr. Aber, von wegen Feuerwehr... Ja. Man sieht es nicht, weil er so kunterbunt ist, aber das ist ein Feuerwehrfahrzeug. Das ist ein MLF mit Z-Cap, des Feuerwehrausrüsters Ziegler. Das wird ein Lizenzprodukt mit Prints, mit gedruckter Anleitung, mit einem schicken Karton. Deswegen ist das auch ein kunterbunter Prototyp. Werden wir uns auch noch ganz genau anschauen. Hat natürlich jede Menge Features hier, simulierte das wird ein richtig guter, oder was? Rolltor, ja, der wird voll eingerichtet sein. Das ist innen drin alles so originalgetreu wie möglich. Wir haben da umfangreiches Bildmaterial bekommen, damit wir das Fahrzeug so ja, originalgetreu wie möglich darstellen können. Und mal schauen, vielleicht können wir es dann auch für das Produktvideo tatsächlich mit dem Original vergleichen. Schauen wir mal. Ne? Ja, es wird kleiner sein. So, nächste. Wir sind gerade bei den Van-Geschichten da. Ich meine, das ist ja auch so ein Busding, so ein amerikanischer ja. Van. Aber als...
als Ambulanzfahrzeug. Das Ding kommt auch, oder? Weil das sieht auch schon aus, als ob er schon, als ob er aus irgendeiner Scheune gezogen hätte. Gut, der wir haben auch ein paar Umbaumaßnahmen hier bei uns gemacht. Das eine oder andere Staub und ist... Also es ist auf jeden Fall ein Prototyp, der schon vor einer Weile gebaut wurde, richtig. Das Set kommt definitiv. Ich finde, diese Form, diese etwas bauchige Form, die diese amerikanischen Kleinbusse haben, ist sehr gut. Ist sehr gut gebaut. Da kannst du liegend transportiert werden. Ja, es ist ja auch ein Krankenwagen. Das ist ein Krankenwagen, ein Ambulanzfahrzeug, wie ich sagte. Hast du das gesagt? Ja, habe ich gesagt. Habe ich nicht zugehört? Ja, wie in der Schule früher. Weißt du? Wann hörst du mir schon mal zu? Da hieß es immer, Mischa in die Ecke. So. Der cool. Kleinbus da ist viel kleiner, ne? Das ist kein Kleinbus, das ist doch mehr so ein Kasten... Ein Lieferwagen. Ein ganz, ganz kleiner. Heutzutage sagt man Caddy. Früher, ja. Das ist ja schon eher irgendwo 70er, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da habe ich das in Caddy, das war dann in unserem Transportding hier. Ja. Und das. Was heißt ein Caddy auf Französisch? Weiß ich nicht. Caddy, nee. Also auf jeden Fall ein Transportfahrzeug, das wahrscheinlich nicht allzu stark motorisiert war, aber gut gefedert, habe ich gehört. Und da ist auch innen drin was. Was das Ganze darstellt, das gibt es dann im Produktvideo zu sehen. Da hängt ein Croissant. Da hängt ein Croissant im Innenspiegel. Ja, wenn man mal Hunger hat, kann man sich ein Croissant nehmen. Ja, keine Ahnung. Okay, schick. Gefällt mir sehr gut. Was auch immer das darstellt. Das Croissant. Vielleicht ein Croissant, aber vielleicht auch was ganz anderes, wenn es in anderer Farbe kommt. Spannende Geschichte. Keine Ahnung, was sich hier dreht. Ich meine, hier hinten sieht es aus wie ein Gefängnisauto. Sieht aus wie Gitter. Aber das ist Quatsch. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist einfach die Heckscheibe aus mehreren Plates. Und was ganz wichtig ist, das ist wahrscheinlich ein Transporter für Boomerangs. Ja. Schick. Dann hast du ein landwirtschaftliches Fahrzeug bei dir. Ja. Ja. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das eine Lenkung und, naja, nicht eine Federung, aber so ein beweglich gelagerte Achse hier vorne hat. Ich glaube, cool. Die Landwirte unter euch, die wissen genau, wer sowas hat, glaube ich, dem ging es dann schon mal ganz gut früher. Die Dinge waren, wenn die in der Realität waren, schon teure. Ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden. Und im Dorf, es gab es, glaube ich, genau einen Traktor, der so aussah. Das war der mit dem größten Hof, oder? Und das war der, da habe ich immer hingeguckt. Ja. Einfach, weil der anders aussah als die anderen. Also von der Form her auch. Ne? Gleich große Räder und so. Sehr schick auf jeden Fall. Die sehen schon richtig nach Power aus. Ich finde die cool. Gefällt mir. Als alter Dreckerfahrer, weißt du. Okay, Marco. Jetzt kommen wir mal so auf amerikanische Highways auf jeden Fall. Ne? Ein schickes Polizeifahrzeug. Damit kann man schon fast alles einholen auf dem amerikanischen Highway, das irgendwie davon rasen will. Was lachst du? Ach, nur so. Nur so. Da fällt mir gerade ein, wir haben auch noch so was Italienisches. Das kriegst du wahrscheinlich nicht. Aha. Aber die meisten anderen Fahrzeuge schon, die davon rasen. Den wahrscheinlich nicht. Also auf das Ding freue ich mich auch tierisch. Besonders auf diese in Lime. Ne? Nee, die bleiben natürlich nicht in Lime, die werden auch schwarz. Nee, aber schaut euch doch mal das Design an. Ist das cool? Also... Ist das cool? Ich will ihn ablenken von dem Ding. Das ist auch cool, aber das ist das... Da hat aber doch jemand sich gedacht, hat auch jemand gefragt, wie viele Spoiler willst du an deinem Supersportwagen? Und die Antwort war, ja. Und sieht auch aus, als könnte der Polizeifunk und die ISS, gut, die gab es damals nicht und sonst was, abhören, weil der einfach ein paar Antennen mehr als andere Fahrzeuge hat. Aber... Du hast Idee. Ich habe Ideen, ja. Es ist unfassbar. Lass mich mal gucken, ich will den... Ich sollte ja Videos... Oh. Scherentür. Das seht ihr nur, wenn ihr uns abonniert habt und daran erinnert werdet, guckt mal, dann seht ihr auch, wie es hier drin aussieht. Jetzt zeige ich es euch nicht. Tolles Ding. Sehr schick. Freue ich mich drauf. Marco, müssen wir Gas geben, wir haben noch viel zu zeigen. Lass uns den Tisch mal fertig kriegen. Hopp. Das sieht eher britisch und minimalistisch aus. Zumal ja auch schon wieder die britischen Farben da reingehauen worden sind, erstmal vom Grund her. Wird der auch grün werden? Ich denke mal, der wird grün, dunkelgrün, ja, so
wenn ich ehrlich bin, den Originalfarbton kenne ich nicht. Aber sehr schick, offen, zwei Sitzplätze, ein reiner Rennwagen, würde ich sagen. Also das ist nichts, mit dem man unbedingt zum Wochenendausflug fährt. Ja, ob das ein reiner Rennwagen ist, weiß ich nicht. Da wird ja auch nass. Ich denke, da wird der ein oder andere Brite, wobei der Linke ist links. Links. Also das ist links. Vielleicht ist es auch keine. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eine Roadster-Geschichte, ne, würde ich sagen. Ja. Die ganz spannend aussieht. Ich glaube aber, dass, also wenn ich den Lenker rechts haben würde, würde ich ein paar Teile, würde ich das Spiegel verkehrt bauen, dann wäre rechts, das wäre eigentlich gar kein Problem. Kann ich nicht. Ach doch, das kriegst du hin. Weg damit, den noch. Sagt gar nichts. Bisschen kantiger, aber sieht auch sehr schnell aus. Sieht auch aus, als gäbe es den jetzt nicht unbedingt so direkt von der Stange oder zumindest das nicht. Das ist ein Träumchen. Ein deutsches Träumchen. Ein deutsches Träumchen aus deiner Zeit, vor langer Zeit quasi. Als das Gras noch grün war, die Steine noch aus Holz. Und die Gummistiefel aus Holz, ich weiß. Also, Leute, nicht verpassen. Also, wenn ihr 1:18er zu Hause habt, ich glaube, den werdet ihr haben wollen. Ich bin mal gespannt, wenn er wirklich in seinen Originalfarben, also ich denke, der wird schwarz und dann alles passt. Aber schau dir doch dieses Design an, wo die ganzen, diesen Umbau, diese Evolution eines normalen Straßenfahrzeugs. Evolution. Ich find's genial. Okay. Ein kleines 1:18er habe ich hier noch. Ganz kurz, wenn ich mich auf nichts dieses Jahr freue, der ist ein Traum. Ich habe ja gesehen, wie er gebaut worden ist. Ich meine, drüben in der Entwicklung, das Ding ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Hört das irgendwann nochmal auf? Dieses amerikanische Riesenwohnmobil, dieses Motorhome, dieses gigantische Ding, in diesem noch nie gesehenen Design. Ich finde es der Hammer. Ich find's der Hammer. Nur ganz kurz, wir müssen zu Ende kommen jetzt hier mit den Autos. Moment. Das ist nicht. Das geht auf jeden Fall hier. Nicht, nee, doch. Guckt euch das Video an, wenn es da ist, Leute. Aber du kannst hier überall rein und das ist. Ja. Ich zeig's euch jetzt nicht. Ich hab schon reingeguckt. Ich hab gesehen, wie es gebaut worden ist. Lasst euch benachrichtigen, wenn das da ist. Weil es wird nicht so viele geben und die es gibt, werde ich gekauft haben. Alle, ja genau. Alle. Na, ich weiß ja nicht. Hier, Leute, haben wir nochmal. Ich habe was verloren. Du hast was verloren. Gut, ihr müsst noch Platz haben, ich gebe es zu. Ich habe da noch was stehen. Du hast da noch was stehen? Somit das. Ich habe da auch noch was stehen. Holen wir das schnell noch. Ich komme gleich wieder. So, wo ist denn hier vorne hin? Also auch die zwei wollten wir euch eigentlich nicht vorenthalten, aber wir hatten keinen Platz am Tisch. Was habe ich denn hier? Was soll das sein? Das sind zwei Sets und das sind zwei Sets. Wie? Also das ist so ein Sportwagen aus Stahl, glaube ich. Der wird kommen. Nicht in Light Bluish Grey. Soweit ich weiß, wird der Metallic-Teile haben, damit der so richtig schön silbern aussieht. Und wenn man möchte, kann man sich noch ein zweites Set kaufen, um den mit so futuristischen Messeinrichtungen und Schläuchen auszustatten. Und die sind bei dem Modell jetzt gerade hier eingebaut. Es handelt sich aber um einen klassischen Sportwagen in Silber. Das hat buchstäblich Silber, also ich glaube, es ist Metallic Silber. Und um ein zweites Set, mit dem man das Fahrzeug noch etwas umbauen kann. Dazu gehört cool. Dann, glaube ich, auch diese Kiste. Da gibt es was vielleicht zu trinken drin oder vielleicht ist es auch Treibstoff. Cool. Dicke Kiste. Vielleicht ist es auch Treibstoff, wenn du nichts findest, werf Banane drin. So. Ja. Und hier, das ist auch noch ein großer Krankenwagen. Ein sehr großer Krankenwagen. Und auch das sind zwei Sets. Ach was.
Also, wir haben einen Krankenwagen in den klassischen Farben, ne, weiß-rot, wie das so damals in den 70ern war. Ein riesen Schlitten. Und wenn man möchte, kann man noch so einiges an Messinstrumenten draufbauen und reinbauen. Das ist heftig. Und auch hier sieht man jetzt quasi das zweite Set mit eingebaut. Ja, ist gut, Marco. Komm, wir müssen weitermachen. Also das sieht sehr cool aus alles, aber ich will noch andere Sachen sehen. Das ist schon mal... Dann räumen wir jetzt ab, wie gesagt, und machen mit den Fahrzeugen weiter. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Sind wir wieder. Wir haben zwei Gebäude, wir haben etwas Spezielles, das packen wir immer dazu. Wir haben noch ein Gebäude, das gehört aber schon so ein bisschen zur Eisenbahn. Und wir haben ein Eisenbahnset. Nur ein kleines. Das reicht erstmal. Es gibt auch noch eine Menge andere weitere Eisenbahnsets, aber wir konzentrieren uns mal auf das eine. Dann lass uns mit dem mal starten. Ich habe das hier vorne auf dem Wagen stehen gesehen. Denke ich, okay, ist ein Prototyp. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm, was überhaupt da, dass sowas kommt. The Achievements of Mankind. Ja. Das heißt, die Errungenschaften der Menschheit. Genau. Und da ist ein bisschen dargestellt, was alles so nach und nach der Mensch so auf die Beine gestellt hat. Ist natürlich noch ein Prototyp. Stimmen die Farben nicht. Das hier sind auch Bäume, die werden auch grün. Genau. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, viele, viele Details. Das hier unten zeigt cool. So ein bisschen die Wohnsituation und hier oben sieht man so ein paar Erfindungen. Mhm. Also ein bisschen zweigeteilt. Aber von der Chronologie her kommt das hin. Und ich würde jetzt ein bisschen was zu den Stationen sagen, aber ich kann sie gar nicht sehen, weil so. Also hier sieht es aus wie eine Höhle mit dem Lagerfeuer davor. Ne? Und was wurde da so erfunden? So der Steinkeil. Hier wurden halt Jäger und Sammler, hier kam dann der Ackerbau langsam dazu, so die ersten Siedlungen, die ersten wurden gegründet, die Menschheit wurde sesshaft, der Pflug wurde erfunden. Das hier ist so diese Himmelsscheibe von Nebra. Warum musst du da nicht so ins Detail gehen? Weiß ich nicht, weil ich es toll finde. Na gut, ist okay. Also Antike, Mittelalter, Neuzeit, also industrielle Revolution, Dampfloks, moderne Wolkenkratzer, die Menschheit fliegt ins All. Und hier wird das Tablet erfunden. Hier endet dann die Menschheit auch. Es ist eigentlich eine tolle Sache. Wer Bock auf sowas hat, ich glaube, da ist er genau richtig, weil es ist schön gemacht. Es ist liebevoll gemacht. Ein kleines Diorama voller Details mit dem Buchdruck hier so an der Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit und so weiter. Ist ja gut, du willst weitermachen. Wir haben doch keine Zeit. Das wird ein Modbrick-Set. Das wird ein Modbrick-Set. Und da werden böse Jungs und Mädels reingeschafft oder was? Das ist ein Gefängnis. Das ist ein Gefängnis mit Freigang. Man sieht viele schöne Szenen auf einem kleinen Raum mit einer limitierten Teilezahl. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Ich habe auch entdeckt, es ist ein bisschen ein Spielset, weil hier hängt ein Pitlaken aus dem Fenster. Ja, damit kann man durchaus spielen. Ich meine, da unten, da wird gegessen, hier gibt es Zellen und hier oben hat jemand offensichtlich gerade Freigang. Bock auf Ausgang. Unangemeldeten Freigang. Also hier sind die Gittertürchen, hier oben ist ein... Alter, das ist ein elektrischer Stuhl, oder was? Was? Ja, ist offensichtlich ein amerikanisches Gefängnis aus den 50ern, 60ern. Ja, aber das ist ja schon grenzwertig. Wir sollten das nicht zeigen. Was ist denn hier? Da wirst du auch noch aufs Bett gekettet oder was? Ja, und da gibt es Spritzen an. Vielleicht wirst du da geimpft. Ich würde gerne wissen, wer der Designer ist. Ich muss mit ihm reden. Da stimmt irgendwas nicht. Naja, es war tatsächlich mal so. Es ist schön, dass es nicht mehr so ist. Also ein historisches Gebäude. In Deutschland ist ein historisches Gebäude. Genau. Sagen wir es so. Und es ist auch ein Fantasiegebäude. Und nicht zum Spielen, weil dann geht die eine oder andere Minifigur nämlich hops. Fürchte ich. Kleine Cafeteria und wir wollen nicht so ins Detail gehen, aber es ist eine aufregende Geschichte, finde ich. Mit Beleuchtung, aber hier schön dargestellt, die ganzen Suchscheinwerfer und so. Ja. Kleines Fitnessstudio außen. Aber das da oben, ich bin ein bisschen erschrocken. So, wo wir gerade beim Thema sind, Kindergarten. Das Set gefällt mir ausgesprochen gut. Ich auch. Unsere Follower, ihr wisst, dass ich einen Bezug zum Kindergarten habe. Nicht, dass ich da hinten auch einen Kindergarten betreue, sondern meine Frau arbeitet in so einer Einrichtung und erzählt viel und ich sehe viel. Und ich finde das alles hier wieder. Ich finde, das ist schön gemacht. Das ist wirklich schön Und ich glaube, gemacht. Es ist ein modulares Gebäude. Das ist ein Ach, komm. sehr
modulares Gebäude. wir wollen ja nicht zu viel zeigen, weil Produktvideo, aber ich drehe es einfach mal kurz. Ein sehr modulares und sehr schön eingerichtetes Gebäude. Toll, toll. Und diese Ornamente, die hier außen angebracht sind, die so wirklich Kindergarten-like sind. Ja. Das Bunte, unabhängig davon, dass es ein Prototyp ist. Brick-Build-Wandmalerei. Ja. Ich finde es schön, auch wenn es nicht jetzt jeder seine Stadt stellen will, aber so als Diorama. Sieht doch aus, als hätten die da Noppensteine zum Spielen oder hätten sie was Schönes draus gebaut. Und ich finde, Kindergarten gehören auch Noppensteine. Und eine Bahn. Und eine Bahn, jawohl. Hier so Carrera-Bahn vielleicht. Ups. Ja, ist halt eine von vielen Marken für... Die kleine Küche, das Büro von der Chefin. Hier draußen die Bänke, wo die Erzieherinnen sitzen und über alles Mögliche quatschen. Ja. Und vielleicht auf die Kinder aufpassen. Ja. Toll. Vielleicht passen sie zwischendurch auch auf die Kinder auf. War ein Spaß. Wenn das deine Frau hört. Deswegen habe ich es ja gesagt, Spaß. Ich kann nicht heimkommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Diese Schaukeldinger hier und... Ja. Hier. Eine Seilrutsche, Winde, Dings da, wie heißt das? Seilbahn. Toll. Wippe, Baum. Daumen hoch für dieses Set. Wer auch immer das wieder entwickelt hat, das finde ich toll, wenn sich sowas einfallen lässt. Wirklich. Ja. Was ist denn das? Das ist ein Gebäude aus von BB oder was? Ja, unsere Bluebricks Eisenbahn oder ja? Blausteinbahn, wie auch immer, wie man das nennen möchte. Warum Eisenbahn, Margo? Das ist ein Schulungszentrum der Bluebricks Bahn und da drin wird geschult. Das ist nur jetzt abgenommen, gar nicht. Das obere Stockwerk ist so geteilt. Da passiert ja auch noch was drin. Okay. Da passiert noch was und hier drin wird geschult. Hier drin. Das sieht aus. Kurz. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan davon, zu viel zu zeigen. Hier. Und. Was ist das? Hier wird irgendwas geschult. Also irgendwas kann man hier. Man kann hier. Irgendwie die, also ich muss das noch genau erklären lassen, aber hier ist ein Play-Feature dabei. Hier wird ist quasi ein Flugsimulator, aber als für Lokführer, ne? Ja, das ist. Ich mache hier alles, ich rufe hier alles ab. Ich weiß, das funktioniert. Ich habe jetzt so überrascht getan, aber eigentlich habe ich schon, wie ich mal wieder kurz im Keller vorbeigeschaut habe, das gesehen und war schon begeistert. Dieser Flugsimulator, der. Das ist ja irgendwas, das hat sich gelockert. Der funktioniert wirklich. Also der ist hier. Ja. Glaube ich, Flugsimulator gesagt? Es ist ein Bahnsimulator. Und wir haben hier auch Gleise und wir haben hier auch lauter. Warum bewegt sich denn eine Bahn so? Lauter Lichtschalter. Das musst du den Designer fragen. Das werden wir auch noch tun vor dem Produktvideo. Und hier oben sind auch Schulungsräume drin. Also ist ein schickes Set, ein Bahnset und ein Gebäude. Also. Das ist ein Zubehörset für die Bahn, das keine Lokomotive, kein rollendes Material ist, aber... Gehört aber vielleicht dazu. Gehört vielleicht dazu. Also und mit Sicherheit gehört ein Schulungszentrum dazu. Ja. Und ich habe ja gesagt, wir haben ganz viele Lokomotiven und so weiter, die in Entwicklung sind. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr regelmäßig in unsere Ankündigungen reinschaut. Aber so ein kleines wollten wir zumindest mal kurz... Ich finde es schön, dass ich dabei sitzen darf. Ins Bild schieben. Und ich gestehe, dass man kann den Mittelteil abnehmen und das Dach abnehmen. Man kann das hier in der Mitte auch teilen, wenn man es transportieren möchte. Das ist transportabel. Und ich habe beim Zusammenbau eins vergessen. Das gehört eigentlich hier drunter in die Mitte. Stellt es euch hier drunter vor. Ich habe es Margot, das vergessen. Ist absolut krank. Das ist, das ist... Wie viele Teile sind das denn? Ich glaube 8700. Also wir haben ja mal so ein Displaymodell einer BR89, einer kleinen Dampflok gemacht. Das war toll, das war schon richtig groß und ihr fandet das super. Und dann haben wir ein Displaymodell einer V100 gemacht und das war dann so groß. Das fandet ihr noch super. Und das war schon total irre. Und was habt ihr das bestellt? Eieiei, da haben wir uns gedacht, ja gut, go big or go home. Was ist eigentlich so die... Eine der legendärsten Lokomotiven überhaupt.
ein Schweizer Krokodil. Ja, aber Schweizer Krokodil in dem Maßstab wäre Wahnsinn. Machen wir. Ja, es ist Wahnsinn. Also hier drin ist auch die Motoren, hier innen drin kann man reinschauen, man sieht die Sitzplätze der Lokführer und so. Das zeigen wir euch alles noch in aller Ausführlichkeit im Produktvideo. Aber wir wollten euch einfach mal die Ausmaße zeigen, weil ich meine, Renderings sind ja geduldig. Ne? Renderings, die sind immer so groß wie euer Bildschirm. Aber hier sieht man es mal in Relation mit anderen Noppenstein-Sets und mit uns. Ja, ja, da drin passiert einiges. Man kann sich da alles Mögliche drin. Ich sage jetzt nicht viel, weil ich finde, ich habe noch nie so viele Rollschuhe auf einem Haufen gesehen, die irgendwelche Ventile von irgendwelchen oder irgendwas bei irgendwelchen E-Motoren darstellen sollen. Krass. Ja. Die Farben stimmen natürlich noch. Wer hätte es gedacht, das ist ein Prototyp. Aber das Ding ist Wahnsinn. Es ist. Ich meine, das ist natürlich. Klar, es ist kein Spielset, ne? Es ist ein Displaymodell. Und was für eins? Es ist irre. Margo, ich bin ganz ergriffen. Ich finde es großartig, was ihr so treibt. Ja, es ist absolut irre. Es hat 8700 Teile. Ich meine auch, es wiegt über 7 Kilogramm. Die Schiene, das Ding bewegt sich auch da, gell? Da kann man kann Dinge machen, wenn man es weiß. Und ja, wenn nicht, macht man es kaputt. Ja, habe ich doch schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ja, wunderbar. Also, toll. Entschuldigung. Es gibt noch mehr Eisenbahnsets in Entwicklung. Schaut sie euch im Onlineshop an. Wir wollten euch einfach mal eine unserer kleinen Lokomotiven zeigen und das Schulungszentrum, weil das auch was Besonderes ist, finde ich. Einmal mit Profis drehen. Du hast gesagt, setz dich mal mit dir zu. Ja, das war vielleicht ein Fehler, aber ich drehe doch so gern mit dir. Hm. Für heute war es das auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Ja, aber die Western-Sets, die Mittelalter-Sachen, Science-Fiction. Ja, aber da bin ich raus. Hol dir Niklas oder so jemand. Das mache ich auch. Oder? Es wird einen zweiten Teil, ein zweites Preview-Video geben, das wir jetzt tatsächlich heute auch schon drehen. Haha, aber wir senden es nicht am gleichen Tag. Nein, wir senden es kurz nach dem ersten, vielleicht eine Woche später oder so. So machen wir dann das. Wünsche ich dir dabei viel Spaß. Und ja, ich weiß, da kommen genauso aufregende Dinge. Ja. Na, nicht ganz. Ich fand das schon sehr aufregend. Hm. Aber da kommen auch tolle Sachen. Ja. Schaut rein. Genau. Noppensteine kann man nie genug haben. Ich hoffe auch als Eisenbahnfan nicht, weil... demnächst gibt es noch viel mehr. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Denkt dran, ein Abo zu hinterlassen. Denkt dran, die Verfügbarkeitsmails für alles, was euch hier interessiert, zu aktivieren, eure Mailadresse zu hinterlassen. Das tut nicht weh. Ihr kriegt von uns dann Werbung. Aber nur ein einziges Mal. Nämlich dann, wenn das Set, für das ihr die E-Mail-Adresse eingetragen habt, verfügbar ist, dann werdet ihr benachrichtigt. Dann verpasst ihr es auch nicht. Weißt du, was ich gedacht habe? Von wegen Noppensteine kann man nie genug haben. Besser geht es doch gar nicht, so ein Set vor sich stehen zu haben, oder? Ja. Guckst du nicht rein, es geht gar nichts an. Ja, okay. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ich mach's nicht zusammen. Schaltet aus, bevor er das noch weiter kaputt macht. Ich kann's nicht sehen. Dann solltest du eine neue Brille kaufen. Ich habe mir erst eine neue Brille gekauft. Also.